Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play namens TikTok A Tale for Two. Ja, mit dabei ist wieder der Episode 1 LP. Hallo zusammen. Und ich sag schon mal vorweg, wir haben ein kleines technisches Problem und zwar, warum auch immer, sein Mikrofon wird immer lauter und leiser gestellt. Also wundert euch nicht, wenn er dann zwischendurch auf einmal ein bisschen am Rumbrüllen ist oder wieder etwas leiser ist. Also am Rumbrüllen nicht direkt, aber zumindest, dass sich da die Lautstärke ein bisschen verändert. Wir werden mal schauen, wie wir überhaupt zusammenspielen können. Ich starte jetzt einfach mal ein neues Spiel. Ah, Spieler wählen. Ich bin Spieler 1. Dass der Mitspieler Spieler 2 ist. Kann das sein, dass ich es auch starten muss und eben Player 2 auswähle? Ja, aber woher will der dann wissen, dass wir zusammenspielen? Ja, das wär zumindest die Erklärung, warum da stand, dass man es auch über Telefon ohne eine Internetverbindung spielen kann. Ich denke mal, es funktioniert irgendwie so unabhängig voneinander. Man muss sich nicht direkt verbinden. Also ich denke es nicht, aber wir können mal bei 3 auf Spiel beginnen klicken. Okay. 1, 2, 3. Heute haben du und dein Partner zwei seltsame Pakete empfangen, die beide eine alte Uhr enthielten. Du hast ein Paket von jemandem namens Emily Raven erhalten, so wie dein Partner. Aha. Okay. Also, ich kann. Kann ich mit den Pfeiltasten irgendwas machen? Kann ich hier ziehen? Ah, Moment, ich kann mich bewegen. Okay, ich kann aber nicht zoomen. Nee, du kannst hoch und runter. Mit der Maus grad. Ich habe ein Radiergummi, was ich anklicken kann und was dann zittert, aber was sonst nichts macht. Habe ich ja auch. Dann steht bei mir Thursday, also Donnerstag. Ja. Ich denke mal, es soll 20.8. sein, das ist ja amerikanisch. Achso, das ist heute, ne? Das ist heute, ja. eine Büroklammer liegt ja, hier. Ja, die hab ich auch. Ich glaube, das ist noch eine Büroklammer. Lieber Spieler 1, diese Uhr ist Teil eines Spiels, ein Geschenk für meine Schwester. Um eine Chance zu haben, spiele mit einem Partner und sagt euch gegenseitig, was ihr liest und seht. Falls ihr meine Schwester findet, sagt ihr, dass ich sie vermisse. Amalie. Bei mir ist auch dieser Brief, also ein Brief, da steht aber lieber Spieler 2, ich habe dir eine Uhr geschickt und eine deinem Partner. Falls ihr ein Spiel spielen wollt, steht zusammen in die Vergangenheit. Nee, doch, nee, seht, Entschuldigung, seht zusammen in die Vergangenheit. Denkt daran, die Uhren aufzuziehen. Emily. Weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Also ich habe mir jetzt gerade mal überhaupt was zum Schreiben nebenbei gelegt. Du hast aber auch den 20.8., denke ich mal, wie heute draufstehen, ne? Ja, habe ich auch. Ich denke, dass man eventuell durch das Spielen irgendwelche Codes oder sowas eingeben kann und die Codes aber nur bekommt durch Spieler 2 sozusagen. Weißt du, was ich meine? Und deswegen kannst du das auch machen, obwohl man gar nicht mit dem Internet verbunden ist. Also so könnte ich mir das jetzt vorstellen. Also ich kann noch nach unten gehen und dort habe ich ein Paket. Ich denke mal, da ist die Uhr, genau. Und da steht drauf Dänemark und eine Nummer. Das ist wahrscheinlich nur, ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber wir haben ja gelernt, alles ist irgendwie wichtig. Ne? Und Dänemark steht da drauf. Ja, das ist die Postmarke davon gewesen, von dem Paket. Ich weiß nicht, ob du sie. Achso, nicht auf der Uhr. Auf der Uhr steht auch was, aber so weit bin ich noch nicht. Achso, ja, okay. Was halt wichtig ist, bei mir in dem Paket ist noch so ein Zettel drin. Erschüttert unseren Ort, kann ich noch lesen. Da ist nur teilweise, kann ich das lesen. Kontakt, sollten Sie etwas über Ungewöhnliches gesehen oder gehört haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei. Das ist ein Zeitungsausschnitt vom Dienstag, 14. März 1937. Ach du Schande, ist ja ganz schön alt. 14.03.1937. Und dieses mit Dänemark, diese Nummer von dem Paket, was steht da? Ja, da ist nur die Nummer drauf, die kann ich dir natürlich nennen, vielleicht brauchen wir sie nochmal. 10976589. Ja, das ist die gleiche, die ich auch habe. Also das denke ich mal. Okay, dann ist es egal. Dann wird wohl. Aber ich habe was anderes hier. Ich habe auch einen Zeitungsartikel, da kann ich lesen. Ups, ein weiteres Verschwinden. Du kannst übrigens draufklicken.
von Mark D. Hansen, Hill Bake Press. Das kann man. Was ist das für ein A oder was? Lerke? Lerke? Das jüngste Mitglied der bekannten Uhrmacherfamilie wird seit gestern als vermisst gemeldet. Ihre Schwester Amalie erzählte uns, sie hätte sie zuletzt um 10.30 Uhr gesehen. 10.30 Uhr, das schreibe ich mir auch mal auf. Okay, ich habe das auch noch mal aufgemacht. Gestern vermisst. Vielleicht ist das auch noch wichtig. Ja? Also bei mir steht, erschüttert unseren Ort. Das ist so der Rest, den ich sehe. Das ist ein abgerissenes Stück auch. Und da steht noch, verständlicherweise bekümmert, korrigierte sie später ihre Aussage und meinte, es müsste 1,5 Stunden später gewesen sein. Kontakt, sollten Sie etwas Ungewöhnliches gesehen oder gehört haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei. Also das steht komplett auf dem Stück, was ich habe. Also das heißt, wir sind dann bei 12 Uhr. Dann habe ich rechts noch eine Uhr. Da steht Amalie 1915 drauf. Amalie, okay, bei mir. Die kann ich auch aufklappen. Bei mir steht Lerke 1917 bis 1937 drauf auf der Uhr. Ich kann sie auch auf. Moment, 1917 bis 37. 37. Ja. Und es wurde ja gesagt, dass wir die Uhr aufziehen sollten, ne? Das sollen wir nicht vergessen. Kann man die aufziehen? Ja, ich kann sie drehen. Ich kann sie drehen, aber ob die damit aufgezogen wird, weiß ich jetzt nicht. Ah, du kannst sie drücken. Ich glaube, dann wird die aufgezogen. Warte mal, bei dir sind es 1,5 Stunden später. Vielleicht musst du dann 10.30 Uhr einschalten und also, 12 Uhr. Kann das sein? Warte mal, ich habe jetzt gerade hier bei mir... ist doch 11, 12. Ich habe genau 7 Uhr bei mir auf der Uhr stehen. Ich kann aber die Uhr nicht einstellen. 12 Uhr funktioniert schon mal. Ah, warte mal. Ah! Ich hätte die noch ein bisschen weiter aufziehen müssen. Kapitel 1. Dies ist eine Kopie, die ich von der Welt gemacht habe, die Lerke und ich kannten. Dann stell mal bei dir entweder 10.30 Uhr oder 12 Uhr ein. Also ich vermute mal, die 10.30 Uhr musst du einstellen. Okay. Also das wäre zumindest logisch, wenn du dann von mir nämlich die Uhrzeit kriegen müsstest. Weißt du, was ich meine? Ja. Yeah. Nee, das ist... Da musst du oben die ganze Zeit auf die Uhr draufklicken, also auf dieses Rädchen, bis der dann irgendwann ist. Also ich habe jetzt 10.30 Uhr eingestellt. Aber irgendwie passiert da jetzt nichts. Übrigens, wenn alles funktioniert, dann werdet ihr beim EPI die andere Seite sehen können. Wenn alles funktioniert. Ich habe gar nicht... Also, wie gesagt, ich weiß nicht, bei dir hat er dann wirklich irgendwas gemacht? Ja, bei 12 Uhr hat er das bei mir. Also, oder du musst mal die 12 Uhr wirklich probieren. Ich mach mal weiter. Ach so. Ja, nee, mach mal die 12 Uhr. Weil der Text mit den 10.30 Uhr, der kommt ja von mir. Ja, du hättest ja eh nicht gewusst dann. Nee, ich hab's auch. Jetzt geht's auch. 12 Uhr war richtig. Und jetzt kommt so ein Loch, schwarzes Loch mit so einem Kapitel 1. Lerke verschwand im Jahr 1937, aber es begann alles Jahre zuvor. Wir sind jetzt im Jahre 1927 an einer ziemlich dunklen Bushaltestelle. Oh, ich bin, ich bin 1927 ja auch, genau. Okay. Mit der Uhr kann man schon nichts machen. Kann man? Ah, man kann ranzoomen, okay. Ich kann Neustart machen. Ach so, okay. Ja, wahrscheinlich, wenn man nicht weiterkommt. Ja, ich komme ja auch nicht weiter. Egal, wo der Zug hinfahren soll, ich komme nicht weiter. Also, ich habe so ein Spielegerät. Da ist unten links so eine kleine Lokomotive drin. Ich habe die Taste nach links, die Taste nach oben und nach unten, aber die Taste nach rechts fehlt mir. Ja, Moment. Also, du hast links und oben und unten nur. Gut, das habe ich auch. Ich dachte, das war irgendwie... Moment, wir müssten die Taste finden. Die ist wahrscheinlich... Die fehlt ja da, ne? Das heißt, wir müssen erstmal irgendwas anderes machen. Ach, ich kann mich hier... Warte mal, ich kann mich hier noch weit... Hilfe, weiter bewegen. Ja, da ist ein Haus bei mir, so ein, mit einem Weg, wo man hingehen könnte. Ravins Uhren.
Nee, ich bin in andere Richtung gegangen. Warte, da gehe ich da mal hin. Ja, Öffnungszeiten 3 bis Ravensburg. 9. Oh Gott, ich hätte einen größeren Zettel nehmen müssen. Habe ich auch 3 bis 9? Ja. Okay, dann wird es wahrscheinlich das nicht sein. Aber da können wir jetzt auch gerade anscheinend nicht hin. So, das nächste ist ein Brunnen, wo ich hingehen kann. Ja, kannst du da hingehen? Ich bin jetzt im Brunnen, glaube ich, drin. Hä? Also, Das ah ist ja. geil. Okay. Ich bin auch im Brunnen. Ich kann Ach so, ich aber. kann doch, ich kann noch weiter runter. Ich gehe mal mit. Oha. Ah, Moment. Hier sind Schilder. Ich glaube, das ist ein Rätsel. Das Ach müssen du wir. Scheiße. Also, ich habe hier verschiedene Symbole auf so einem Brett. Also insgesamt 6 Symbole. Und Und du kannst drei davon drücken? ich kann 3 davon drücken. Welche? Mit so einem Pfeil Also nach unten oder einem Pfeil nach oben? Also so eine Spitze. eine Spitze nach oben, die weiß ist in der Mitte, die kann ich drücken. Dann habe ich noch außen Ja, das dachte ich mir. ein Viereck, was weiß ist, das kann ich drücken. Und in der Mitte oben habe ich ein schwarzes Viereck, das kann ich auch drücken. Die anderen kann ich nicht Ja, drücken. das heißt, du hast die anderen Tasten. Das Problem ist, welche Tasten sollen wir jetzt hier einstellen? Wahrscheinlich müssen wir irgendwo erstmal ein Bild finden oder so, ne? Ich kann die Blätter anklicken. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Ja, die wackeln dann. Ich kann den Hebel runter machen. Und irgendwas krabbelt bei mir am Fuß rum. Schatz, das ist aber nicht spielintern. Das ist einfach nur, weil das bei dir rumkrabbelt irgendwo. Nein, das ist virtuell jetzt hier. Das haben die da reingemacht. Ja, aber ich sag mal, wir müssen ja trotzdem erstmal Ach, stopp. herausfinden. Also ich habe jetzt habe ich meins schwarzes weiß gemacht. Okay. Ja, ich habe auch aus Versehen. Warte mal, unten links, was hast du da für Symbol? Unten Ach links so, ist das 3. nein, wir sind so doof. Wir müssen das gleich machen wahrscheinlich, oder? Nein. Aua. Ja, ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Mach mal oben links dieses Viereck in weiß. Oben links habe ich kein Viereck. Nee, andersrum. Unten links. Unten links habe ich ein Dreieck. Ja, Unten du sollst rechts. aber ein Viereck in weiß machen. Also ich Habe hoffe, ich. dass Habe das ich. die Das Lösung habe ich. ist. Habe ich gemacht. Das habe ich gemacht. In der Mitte so ein Luftballon oder so ein ja, so eine Glühbirne Meinst du ist jetzt es in nicht. obere Mitte? Ja, da so was Rundes Weißes. Was rundes Weißes? Ja, habe ich auch. Und dann unten rechts was Schwarzes, Rundes. Auch vielleicht ein Luftballon? Habe ich. Ich habe es gemacht. Und jetzt mache ich den Hebel. Den kann ich nicht machen. Doch. Oh, bei mir hat er was aufgemacht. Ah, ja, warte mal. Dann sag mir mal, was du für ein Symbol oben links hast. Oben links habe ich ein schwarzes Dreieck. Ein schwarzes. Ich habe meinen Knopf, wollte ich nur sagen. Okay. Unten. Arsch. Unten in der Mitte. Unten in der Mitte habe ich ein weißes Dreieck. Okay, oben rechts. Habe ich ein weißes. Nee, Entschuldigung, Entschuldigung. Unten habe ich ein weißes Viereck in der Mitte. So ein weißes Viereck. Ich wollte nur testen, ob du aufpasst. Ja, ich Und weiß oben. ja nicht, was du siehst. Keine Ahnung. Und oben habe ich das weiße Dreieck, oben rechts. So, dann mache ich mal den Hebel. Du musst das dann noch rüberziehen mit der Maus. Das geht nicht ganz auf. Komm, nimm auf. Yes. Das war jetzt überraschend einfach. Ja, das war gut. Ja. Das heißt, wir können jetzt da wieder hoch. Ich gehe mal wieder hoch und mache den Pfeil. Also ich bin wieder draußen an den Laternen, stehe ich. So, jetzt drehe Entweder. ich mich mal in die Richtung. Ach so, das Haus meintest du, okay. Also ich gehe noch mal zurück zum Bahnhof und mache erstmal den Knopf da rein. Ah, in dem Haus ist eine Lokomotive. Ja. Oh. Oh, okay. Du meinst jetzt. Okay, ich gehe auch mal in das Haus. Ah! Ja, solltest du. Da ist ein Kasten, da kann man dran drehen. Also bei mir ist so ein. Du kannst an dem Rädchen kannst du drehen, wenn das Ja, das ich gleiche ist. kann nicht, genau. Was zeigt ihr dir dann an oben? Erstmal kommt eine Spieluhr. Hä? Ne, bei mir macht er Musik. Hä? Und ich kann nur rausgehen wieder. Hä? Warte mal.
Ach so, ich habe die... Och, ich habe die anderen. Nee, mehr kommt aber nicht. Ah, doch, doch, doch. Ich habe eine Motte. Okay. Also ich habe jetzt unten an diesen Rädchen gedreht. So lange, bis das Ding nicht mehr ausging. Dann habe ich rechts die Lampe angemacht und da kam eine Motte an. Und hier steht jetzt, ich hoffe, dein Geschenk gefällt dir, Lerke. Ziehe sie gegen den Uhrzeigersinn dreimal auf. Ach, du hast eine Uhr. Gegen den Uhrzeigersinn dreimal aufziehen. Im Uhrzeigersinn zweimal. Gegen den Uhrzeigersinn zweimal. Und dann weiter im Uhrzeigersinn. Oh, und lass nicht los, steht hier. Also, lass uns das bitte nochmal eins vom anderen. Also, ja, aber kannst du die aufziehen? Probier das erstmal. Also, diese Spieluhr kann ich aufziehen, ja, so. Also du darfst nicht loslassen. Gegen den Uhrzeigersinn dreimal. Eins. Zwei. Drei. Im Uhrzeigersinn zweimal. Eins. Zwei. Gegen den Uhrzeigersinn zweimal. Ja. Und dann einmal im Uhrzeigersinn. Ja. Und dann müsste sich entweder was tun oder du kannst loslassen. Es hat sich nichts getan. Das Problem ist, der hat so einen Riegel hier oben, wo man ja wahrscheinlich immer genau sieht, wo also diese eine Umdrehung dann rum ist. Der geht immer hoch ein bisschen, ne? Vielleicht muss ich auch genau auf dem stehen. Ich würde mal. Ich mach das nochmal. Also gegen den Uhrzeigersinn war es. Ja, kannst du die denn resetten jetzt? Keine Ahnung. Also ich mach's doch mal. Also drei gegen. Dreimal gegen den Uhrzeigersinn. Eins. Zwei. Drei. Zweimal im Uhrzeigersinn. Eins. Aber du weißt schon, Uhrzeigersinn ist rechts rum, ne? Ja, zwei. So. Zweimal gegen den Uhrzeigersinn. Eins. Zwei. Und dann einmal im Uhrzeigersinn. Also ich denke mal, das lass nicht los ist darauf bezogen, dass du zwischendurch nicht loslassen darfst. Also entweder muss man, ja, also es war jetzt definitiv, ich habe extra darauf aufgepasst, das war genau richtig, aber irgendwie, die Frage ist, muss dieser Riegel immer genau umschnacken, dieser, der da oben ist, ne? Das denke ich mal fast. Also. Ich mache das. Ach nee, warte mal. Vielleicht muss ich echt rausgehen und resette das damit. Ja, das kann natürlich auch noch sein. Ich geh jetzt mal wieder rein. So, und jetzt packe ich den Hebel und mach gegen den Uhrzeigersinn dreimal. Mhm. Eins. Zwei. Drei. So, im Uhrzeigersinn zweimal, ne? Mhm. Eins. Zwei. Und dann gegen den Uhrzeigersinn nochmal. Zweimal. Und dann nochmal im einen, ne? Einmal mit dem Uhrzeigersinn. Ne, passiert nichts. Also entweder. Warum geht das nicht? Aber das wird die Uhr definitiv sein. Also wir sind ja jetzt hier beide in einem Haus drin. Also es ist eine Spieluhr, wie gesagt. Es ist keine richtige Uhr, ne? Kann ich hier noch irgendwas anderes machen? Ich kann auch hier steht, ziehe sie gegen den Uhrzeigersinn auf. Also es könnte entweder eine Uhr sein oder eine Spieluhr. Es oder musst du, aber wenn du mir das gibst, also wenn du mir die anwendest, dann muss ich es ja machen. Deswegen. Aber warum? Vielleicht muss man doch irgendwie... Das ist eine komplette Umdrehung gewesen. Ich gehe nochmal raus. Ich gehe auch nochmal ein Stück weg. Geht nicht. Oh, ich kann an einem Gebüsch wackeln. Vielleicht ja, das ist komisch, dass man da irgendwie an einen... Ich hab den Knopf schon reingemacht halt. Ne? Vielleicht hätte ich... Warte mal. Warte mal, ich mache mal einen Neustart. Weil ich habe die Lokomotive schon bewegt gehabt. Nicht, dass das irgendwas zu sagen hat. Weil dafür ist der Neustart. Jetzt gehe ich nochmal ins Haus. So, ich greife mit fester Hand den Hebel.
Und mache gegen den Uhrzeigersinn dreimal. Ja. Eins, zwei, drei. Im Uhrzeigersinn zweimal. Mhm. Eins, zwei. Gegen den Uhrzeigersinn zweimal. Eins, zwei. Und dann einmal im Uhrzeigersinn. Oder du darfst danach wirklich nicht loslassen, aber das wäre ja unlogisch. Aber das ist komisch, also. Vielleicht darf ich das nicht, muss ich das komplett so durchziehen, weißt du, dass ich das gar nicht, weil der spielt ja eine Melodie. Und es kann ja sein, weil die unterbreche ich natürlich, wenn ich da kurz warte, wenn ich umstelle auf Gegen und im Uhrzeigersinn, weißt du? Vielleicht darf ich das nicht. Ich muss das wirklich ja, solange so du nicht loslässt, darf der dir ja nicht also unterbrechen. Ich hab nicht losgelassen. Also. Ne. Vielleicht. Aber er fällt immer nach unten runter, der Hebel von selber. Und ist vor dieser. Da ist so eine Klinke. Schade, dass ich dir das jetzt nicht zeigen kann halt. Das ist irgendwie. Das wäre halt nicht schlecht halt. Ich meine. Sonst muss man halt mal gucken halt. Irgendwie, ich denke mal, resetten tue ich den ja, wenn ich da rausgehe, halt, dass ich das dann resette. Keine Ahnung. Ich meine aber. Oder ich muss wirklich genau an dieser Klinke sein, die da ist halt, ne? Dass das, ist das eben so. Ich verstehe jetzt überhaupt gar kein Wort von dem, was du redest. Ja, was meinst du jetzt mit einer Klinke? Ich würde dir das hier gerne zeigen, aber irgendwie, also an dieser Spieluhr ist eine Klinke dran halt, ne? Das heißt, die macht auch nochmal so ein Geräusch, wie so ein Öffnungs-, also wie ein Schloss halt, ne? Also wenn du das drehst und daran orientierst du dich ja auch, ob du eine ganze Umdrehung gemacht hast, ne? Aber du hast ja jetzt davon gesprochen, dass du einen Knopf gedrückt hast. Ist der denn jetzt wieder da, wo der vorhin war? Nee, den Knopf habe ich nicht gedrückt. Und du hast eben gesagt, du hast irgendeinen Knopf gedrückt. Ach so, ja, das war bei der Lokomotive. Da habe ich, bin ich gerade und ich habe den Knopf reingemacht, den wir eben gefunden haben. Das habe ich auch schon gemacht. Also ich kann die Lokomotive praktisch bewegen halt, ne? In alle Richtungen jetzt. Aber ist die wieder resettet? Die ist wieder resettet, das habe ich extra zurückgesetzt. Ja. Also, ja, was meinst du denn mit der Knopf lässt die bewegen? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Nein, mit dem Knopf kann ich die jetzt in die rechte Richtung, könnte ich sie bewegen. Das ging ja vorher nicht, wir haben ja den Knopf eben erst gefunden. Das meine ich damit. Hast du den schon reingesetzt bei dir? Ja, ich habe gar... Ach so, Ach, du meinst jetzt gar nicht, hier ist eine Lokomotive? Weil ich habe jetzt hier eine Lokomotive. Nee, da habe ich keine Lokomotive. Bei mir ist nur... Ach so. Also in dem Haus ist gar nichts, außer diese blöde Spieluhr. Ja, warte mal. Dann lass mich den... Aber das wird wahrscheinlich jetzt nicht die Lösung des Problems sein. Lass mich den Knopf hier mal eben einsetzen. Kann man das irgendwie... Ach so, dann zeigt er mir schon an, was er reinmacht. Okay. Tut sich jetzt irgendetwas mit der Lokomotive? Ja, die Lokomotive, also ich könnte sie bewegen, meine, aber... Also tut sich nichts mit gerade? Nee. Okay, aber ich habe die hier mal so ein bisschen bewegt, aber... Ja gut, ich kann die auch bewegen. Nee, zweimal gegen den Uhrzeigersinn. Wenn du an die Bushaltestelle gehst, ist dann die Lokomotive unten links bei dir? Ja, ist so. Okay, dann kann das auch nicht sein. Warte mal. Kann es sein, dass die gar nicht die meinen vielleicht die Uhr an der Bushaltestelle? Vielleicht, dass ich die bewege? Die kann ich nicht anklicken. Kannst du die anklicken? Nö. Kann ich auch nicht verändern. Die steht auch immer noch auf 12 Uhr. Nee, da kann ich nichts machen. Nee. Aber wenn das wirklich eine Spieluhr ist, was du da hast, dann ja. Würde das ja eher dazu... Ich habe zuerst gedacht, vielleicht hat das mit der Lokomotive zu tun. Aber hier steht ja, ziehe sie gegen den Uhrzeigersinn dreimal auf. Das muss das sein.
dass du hast eben irgendwas gesagt, dass da, wie hast du das jetzt genannt? Ich habe mir das so vorgestellt wie beim Schluss, dass da irgendwas ist, Ja, was du das ist auch siehst. so. Da ist an der Kurbel ist noch mal ein kleiner Pinöckel dran halt, ne? Und der bewegt ja, so ein Hebel, so einen Schließmechanismus. Und der macht aber auch noch ein Geräusch. Der klackt immer so, wenn du rumgehst. Das ist für mich auch immer ein Zeichen dafür, dass es eben eine Umdrehung war halt, ne? Ja, wenn es geklackt hat, also wenn Ja, es das. dreimal geklackt hat, dann würde ich zweimal direkt wieder gegen den Uhrzeigersinn. Ja, pass auf, das machen wir jetzt. Also, wir machen das nochmal so. Ich mache jetzt. Ne, gegen den Uhrzeigersinn haben wir gesagt, ne? Dreimal dagegen. Also dreimal nach links. So, und dann zwei Zweimal nach. rechts. Und dann? Zweimal links. Ja. Einmal rechts. Und dann lass die aber mal nicht los am Ende. Also ich glaube zwar nicht, dass sie das Ende damit meinen. Nee. Oder kannst du... Ja, ist da jetzt ein Knopf dran oder ist da jetzt nur so ein Ding, was damit verbunden ist oder so? Kann ich den Knopf drücken? Nein, ich kann auch. Also pass auf, das Ding muss Kannst du die vielleicht aufgehen. selber öffnen oder so? Ja, habe ich ja gerade probiert. Also es muss einfach, die muss, glaube ich, von selber aufgehen. Und deshalb, also ich gehe nochmal zurück, weil ich glaube, man darf kein bisschen den Hebel falsch berühren. Also vermute ich mal irgendwo. Das ist irgendwo. Drei gegen, zwei mit, zwei gegen und ein mit wieder, ne? So war es doch, ne? Drei gegen, zwei mit, zwei gegen und ein mit, ja. Kannst du noch mal bitte gucken, ob da nicht noch irgendwas anderes steht oder irgendwie noch ein anderer Hinweis ist irgendwo? Ja, da ist ja nichts mehr. Ich habe hier schon alles gedrückt. Oh, Und scheiße, jetzt bin ich rausgegangen. hoch und runter scrollen kannst du ja auch nicht in der Richtung. Ne. Nee. Boah. Krass, ey, das kann doch nicht so schwierig sein. Ich meine. Wie gesagt, also dieses O und lass nicht los könnte auch bedeuten, dass du danach vielleicht eine Weile Ah. festhalten musst. Lest mir bitte mal das Ende bitte noch mal vor. Lest mir bitte mal von dem Ganzen das Ende vor. Ja, wie von den ganzen das Ende. Nein, du hast so den Text vorgelesen. So, ich soll, Ja. lest mir noch mal bitte vor und das den letzten Teil davon, wo das steht mit einmal. Und dann weiter im Uhrzeigersinn. Ja, weiter im Uhrzeigersinn. Ich muss das nicht nur einmal drehen, ich musste das einfach weiter drehen im Uhrzeigersinn. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe es einmal gedreht. Also du hast quasi dreimal nach links, zweimal nach Ja. rechts, dreimal nach links und dann so weit, bis das dann irgendwann... Und dann musst du durchgehend drehen, bis dann das Männchen rauskam. Jetzt kam gerade dieser Clown raus mit dem Zettel. So. Super. Und auf dem Zettel ist die Bahnstrecke abverzeichnet. Nee. Also, Warte Moment, mal. es ist die Hälfte. Also die andere Hälfte hast du wahrscheinlich. Nee. Aber ja, die kommt noch wahrscheinlich. Was hast du denn da drin stehen? Ja, pass auf. Erstmal eine Nummer habe ich drin stehen. Drei Nullen und 67. Das ist wahrscheinlich irgend so eine Ticketnummer. Die kannst du schon mal merken. Drei So. Nullen 67, okay. Dann ist das der Anfangspunkt der Bahn, wo sie jetzt draußen steht im Moment, ne? Und zwar geht die zwei Kästchen nach oben direkt, ja? Ja. Und dann eins, zwei, drei nach rechts und dann Ja. wieder zwei nach unten. Da hört es dann auf. Da ist die zerrissen, die Karte. Da fehlt mir jetzt die andere Hälfte. Also das ist die Hälfte der Strecke, kannst du sagen. Die Ja, Frage. geil. Und wo sollen wir jetzt die andere Hälfte finden? Ich denke mal in dem. Warte mal eben, ich fahre das jetzt erstmal. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Okay, und dann geht's weiter. So. Und dann? Okay, in dieses Uhrending komme ich nicht rein. 3 bis 9. Okay, bitte mal.
Also, es war doch 1, 2, 3. Hm. Ich gehe da nochmal hin. Oder konnte ich in dem Haus jetzt noch was machen? Das habe ich jetzt nicht weitergeguckt. Ach so, ich kann den bewegen. Ja, ich kann ihn ein bisschen bewegen. Weißt du was? Es könnte natürlich auch sein, dass das die andere Seite ist. Der Zielpunkt, den ich habe und nicht das, nicht der Anfang. Aber dann wäre die Karte hier auf dem Kopf. Das wäre. Es wird ja auch nicht gehen. Es muss mein Anfang sein. Ich verstehe hier gerade nur Bahnhof, was aber eigentlich ganz passend ist. Ja, das passt doch. Ja. Das ist halt echt komisch jetzt. Es gibt hier aber auch nichts sonst. Ne, ich kann auch nichts machen. Warte mal, ich gehe noch mal in den Brunnen. Ist da vielleicht was anderes jetzt da passiert? Weil irgendwo müssen wir ja die zweite Hälfte finden. Sonst kommen wir ja nicht weiter. Oder? Oder wir müssen jetzt praktisch raten, wo der entlang fährt noch. Aber bei mir kommt auch nichts mehr außer dieser Hinweis. Was haben wir denn sonst noch? Hast du im Brunnen hast du jetzt noch mal geguckt? Aber ich meine, da war ja nur das eine, ne? Ja, den Vogel kann ich hier immer wegjagen. Ah, warte mal, meine Uhr ist weitergegangen. Die Uhr geht weiter. Welche? Ja, die am Bahnhof, die ist ein Stück weitergegangen. Wir haben jetzt 1 Uhr bei der. Also meine steht immer noch auf 10 Uhr. Meine steht auf 1. Warte mal, deine steht auf 10 Uhr? Ja. Hä, das. Okay, hätte ja klappen können. das ist es definitiv nicht. Warte. Nee. Schade. Ich habe jetzt gedacht, wegen den Hey, Wegen warte mal. hier, ob wir einen anderen Weg eventuell noch gehen können. Ich habe jetzt schon wieder, also bei mir ist es jetzt 2 Uhr nachts. Kann es sein, dass wir jetzt warten müssen oder was, bis es 3 Uhr ist, damit der Laden aufmacht? Eigentlich nicht. Vor allen Dingen ist es ja wahrscheinlich 3 Uhr nachmittags oder nicht? Und nicht mitten, der macht doch nicht mitten in der Nacht auf. Ja, aber wie gesagt, bei mir, wenn ich weiter rumgehe, ach nee, warte mal. Ist das das damit zu tun, wenn ich immer rumgehe? Zack. Ja, ach, du musst den Kreis im Uhrzeigersinn drehen, damit wir auf 9, auf 3 Uhr kommen. Du musst. Ja, bei mir ist jetzt auch gerade 11 Uhr. Warte mal. Okay, ich drehe mal weiter. 12 Uhr? Das habe ich nämlich auch gerade Boah, gemerkt. jetzt ist 1 mir Uhr? schwindelig, mir schwindelig. 2 Uhr? Also ich habe jetzt 6 Uhr morgens. 3 Uhr? 3 bis 9. Ja, vielleicht wirklich nachmittags. Also ich habe jetzt 9 Uhr. Keine Ahnung, es ist immer noch. Da, warte Nee, mal. er hat auf, Bei er mir hat auf. geht. Ja, bei mir geht's auch. Oh So. Gott. Das war jetzt echt. Ich Ja, werde einen bevor Radio. wir das Beschreib du jetzt. erstmal. Bevor wir das jetzt aber machen, würde ich jetzt mal sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen Okay, und machen wir. uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Alles Bis dann. klar. Bis dann. Ciao. Ciao.